Nur wer selbst Narben auf der Seele hat, kann die Wunden anderer Menschen auch sehen, spüren und begreifen. Doch als ersten Schritt musst du diese Narben annehmen und zu heilen wissen. Du kannst den langen und schmerzhaften Weg der Heilung nehmen, doch es ist auch möglich, es abzukürzen. Beginne jeden Tag bewusst und in Kontakt mit sich selbst, mit deiner inneren Welt. Und eine Aura-Analyse ist perfekt dafür. Werde deinen Energien und deinen Gedanken bewusst und verändere diese, um dein Schicksal zum Positiven zu verändern. Werde deiner Frequenz bewusst. Du erkennst die aktuelle Situation. Es besteht Angst, die eigene Richtung im Leben zu definieren. Die Person nimmt das Leben schwer und ist mit Schuldgefühlen belastet. Danach wechselst du zu der Frequenzaufschwingung und bekommst positive Affirmationen. Denn Gedanken ist Energie und Energie folgt den Gedanken. So helfe dir selbst, auf neue Gedanken zu kommen anhand von positiven Affirmationen und bekomme gleichzeitig die richtige Schwingung auf dein Energiefeld aufgeschwungen. Das alles ist mit dem Healing möglich, schnell sich selbst kennenzulernen und eigenen Wünschen und Visionen mit eigenem individuellem Sein zu folgen. Verändere dein Leben, verändere deine Gedanken und folge der positiven Energie. Ich lebe mein Leben mit Leichtigkeit und habe ein reines Gewissen. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben und meine Entscheidungen. Behebe die Ursachen in deinem Sein und habe den Mut, deinen Lebensweg zu definieren. So erhebe dich aus der schweren Tiefe, erhebe deinen Kopf zu den Sternen, entfalte deine Flügel und werde zum Schöpfer deines Lebens. Denn wenn du den Weg nicht wählst, bist du der Opfer, der entweder in der Tiefe stecken bleibt oder gefangen wird für die Interessen der Masse. Willst du das sein, was von dir erwartet wird, oder deinen Herzenswünschen folgen? Entfalte deine Flügel, werde frei, fliege hoch und gestalte dein Leben, denn du hast diese Kraft. Du musst dir nur dessen bewusst werden, was dich daran hindert, diese Kraft anzunehmen. Sei der Gewinner. Sei der Erste, wer das Licht in die Welt bringt. Befreie dich von deiner Dunkelheit und werde dir deiner Kraft bewusst, um diese in die Welt zu tragen. Ich helfe dir gerne dabei. Deine Jana Peters.